Das NWEF-Programm ist eine Abkürzung für die neue wirtschaftliche Evolution der Welt. Warum Evolution? Weil unser russisches Territorium innerhalb von 100 Jahren 4 Revolutionen erlebt hat. In einigen Ländern sogar noch mehr. Deshalb möchte ich es nicht nochmal erleben. Und die Aufgabe der Gesellschaft ist es, eine Evolution durchzulaufen. Und wir sprechen hier von der neuen wirtschaftlichen Evolution der Welt. Das heißt, eine der Hauptaufgaben ist es, dass jeder Mensch Finanz- und Investitionskompetenz erlangt. Denn in über 100 Jahren Geschichte haben wir gesehen, dass sich viele Prozesse geändert haben. Aber die Menschen leben leider ungefähr genauso wie vor 100 Jahren. Wir haben bessere Telefone, Fernseher und so weiter. Aber der Zustand der Menschen hat sich aus einem einfachen Grund praktisch nicht gebessert, weil die Finanzgesellschaft ungebildet ist, sowohl in Bezug auf Investitionen als auch finanziell. Andrei Hovratov ist ein multidisziplinärer, professioneller Investor, Coach und Business-Trainer für persönliche Finanz- und Investitionsentwicklung, Autor und Gründer der Akademie für Privatinvestoren, Vorsitzender des Investitionsrates der Internationalen Öffentlichen Vereinigung Generäle der Welt für den Frieden. NWEF bietet den Menschen die Möglichkeit, Miteigentümer vieler Unternehmen zu werden, insbesondere derer, die sie nutzen. Innerhalb der letzten 100 Jahre entstand der Ausdruck Miteigentümer als Anteilseigner eines Unternehmens. Aber nicht immer kommen neue Unternehmen auf den Markt. Und da uns jetzt Crowd Economy, Crowdfunding und Crowd Investing auf den Fersen sind, welche seit dem 1. Januar 2020 im Programm der Russischen Föderation vollständig umgesetzt werden, das heißt, für gewöhnliche Menschen besteht die Möglichkeit, mittels Crowdfunding oder Crowdinvesting Miteigentümer verschiedener Unternehmen zu werden, zu unterschiedlichen Bedingungen mit verschiedenen Parametern und davon zu profitieren. Und der Vorteil kann sowohl finanzieller Art sein, als auch zum Beispiel zum Sonderpreis irgendwohin in den Urlaub zu fahren. Genau dies ist eine der Aufgaben, dass die Wirtschaft in der Zukunft in die neue wirtschaftliche Evolution der Welt übergeht, dadurch, dass die Menschen gebildet und kompetent sein werden. Historisch gesehen sind die Vereinigten Staaten von Amerika weltweit führend in der Finanzkompetenz. Da mehr als 85% der Bevölkerung Maklerkonten auf dem amerikanischen Aktienmarkt besitzen. In Wirklichkeit ist ihr Rentenprogramm einfach so erstellt, dass ob man es möchte oder nicht, man Konten bei Maklerfirmen hat. Und wenn man dann in Rente geht und eine Rentenbescheinigung erhält, kann man mit dieser Rentenbescheinigung tun, was immer man will. Und in unseren Ländern wird diese Situation etwas hinausgezögert. Und dennoch kommt die Gesellschaft zu dem Schluss, dass wir durch den Eintritt auf die Aktienmärkte bereits heute unsere eigene Wirtschaft ankurbeln können. Das neueste Beispiel: Der Erfinder von Tesla, Elon Musk, hat seinerzeit Gelder für die ersten Autos mit Hilfe von Crowdfunding gesammelt. Das heißt, auf einer Messe war ein Auto ausgestellt und er sagte, dies ist die Art von Auto, die ich produzieren möchte. Ein gewisser Geldbetrag wurde eingesammelt und der Betrieb gestartet. Hier haben Sie bereits das Prinzip einer völlig neuen Wirtschaft und das ist keine Theorie mehr, das ist sogar Praxis. Also, was können wir mit NWEF erreichen? Dies ist die Steigerung und Ankurbelung der eigenen Wirtschaft. Wenn die Menschen die Waren und Dienstleistungen nutzen und gleichzeitig Miteigentümer irgendwelcher Unternehmen sind, können sie sowohl die Entwicklung dieses Unternehmens anregen, als auch Verbraucher der Produkte dieses Unternehmens werden. Und das ist eine recht gute Sache. Leider haben die Jahre 1998 und 2008 vielen Privatinvestoren gezeigt, dass es keinen Sinn macht, Firmen blind zu vertrauen, die einfach sagen, geben Sie uns Ihr Geld, wir wissen, wie man daraus mehr Geld macht. Heute muss man sich darin weiterbilden. Im Jahr 2011 habe ich die Akademie für Privatinvestoren ins Leben gerufen, um die Öffentlichkeit aufzuklären und Schulungen in Bezug auf Finanz- und Investitionskompetenz anzubieten. Ich kam zu dem Schluss, dass in jenen Gesellschaften und Ländern, in denen die Bevölkerung in Finanzen und Investitionen gebildet ist, die Menschen in Krisenzeiten nicht scheitern. Im Gegenteil, die Menschen fangen an, noch mehr zu verdienen. Und in den Ländern, in denen Finanz- und Investitionskompetenz und Bildung nicht entwickelt sind, leidet die Bevölkerung leider unter ernsthaften Krisen, Problemen und Nöten. Und nach einer erneuten Krise im Jahr 2008 gründete ich 2011 die Akademie mit dem Ziel, die Bevölkerung in Bezug auf Finanz- und Investitionskompetenz aufzuklären, um ihnen beizubringen, wie man seine Finanzen richtig verteilt, das eigene Geld richtig schützt und es vor allem vor Verlusten bewahrt. Verlieren die Leute überhaupt Geld, wenn sie investieren? Ja, das tun sie. Eine der Hauptaufgaben besteht jedoch darin, zu lernen, wie man ein solches Investitionsportfolio oder ein globales Investitionsportfolio erstellt, das es einem Menschen ermöglicht, selbst wenn er einige Instrumente verliert, wenn er bei einigen Instrumenten Geld verliert, dass andere Instrumente ihn in ein großes Plus führen. Und ich kann ein einfaches Beispiel anführen. Vielleicht haben Sie in 10 Instrumente investiert.
Gazprom-Aktien, Aktien einer unbekannten Firma, Aktien des Unternehmens Apple, zum Beispiel Microsoft-Aktien, Aktien von Nornickel, wenn wir über Russland sprechen, Sberbank-Aktien und einige Aktien unbekannter Unternehmen. Und wenn drei oder vier Unternehmen pleite gehen oder ins Minus kommen, aber andere Unternehmen ein Plus ergeben. Und was Sberbank betrifft, so hat es letztes Jahr die größten Gewinne erzielt. Das heißt nicht Lukoil, nicht Gazprom, nicht Nornickel. Prozentual gesehen, gemessen am Gewinn, hat es viele amerikanische und sogar europäische Unternehmen überholt. Wenn also eine Person ihre Finanzen auf diese Weise verteilt, 10 Instrumente und 3 bis 4 davon waren negativ, aber es gibt auch solche, die ein großes Plus erzielt haben. Aber wie kann man das erreichen? Nur mit Hilfe von Wissen. Vor kurzem haben wir auf der Plattform der Akademie einen sogenannten Simulator erstellt, der Genie der Finanzen heißt. Das heißt, es ist ein Brettspiel in Form von Monopoly, vielleicht kennt das der eine oder andere, oder Cashflow von Robert Kiyosaki, der uns ein so gutes Spiel für die Investitionsentwicklung gegeben hat, Cashflow. Genie der Finanzen ist etwas zwischen Monopoly und Cashflow, wo man auf dem Spielfeld, wenn man 4 bis 5 Stunden spielt, seine früheren Fehler in den letzten 5 bis 7 Jahren sehen kann, was man in Bezug auf Finanzen falsch gemacht hat. Man kann jetzt seine Hausaufgaben machen, Finanzströme und eine Bilanzierung erstellen. Als Business-Trainer mit großer Erfahrung habe ich in diesem Spiel etwas Einzigartiges gesehen. Du stellst eine Aufgabe, wenn du jemanden trainierst, und er macht die Hausaufgaben nicht. Und hier in 4 Stunden, wie viele sagen, ob man es will oder nicht, man muss seine Hausaufgaben machen. Man muss einen Taschenrechner nehmen, eine Bilanz erstellen, wie wird es sein? Und wer schneller rechnet, der kauft schneller Instrumente, der hat mehr Aktiva. Derjenige kann schneller das große Feld des Spiels betreten und ein großer Businessman werden. Bei uns gibt es sogar einen Bankrott. Wenn eine Person zum großen Businessman wird, ein falscher Schritt und er ist bankrott. Er kehrt zurück zum kleinen Kreis, sozusagen zu einer Art Entwicklungskreis. Dank Genie der Finanzen kann man dies alles sehr schnell erkennen. Deshalb haben wir, wie ich glaube, 3 sehr wichtige Bereiche zusammengefasst. Die neue wirtschaftliche Evolution der Welt kann nicht verwirklicht werden, wenn es keine gebildete Gesellschaft gibt. Und wir als Akademie für Privatinvestoren haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Bevölkerung aufzuklären. Heute haben wir fast 1 Million Menschen in verschiedenen Ländern der Welt, ungefähr 50% aus Russland, das sind ungefähr 500.000, die Grundwissen erlangt haben. Dann können die Menschen weitergehen und tieferes Wissen erlangen. Und dank dieses Wissens können die Menschen entweder selbstständig ihre Instrumente auswählen und investieren, wo immer sie wollen. Wir beraten natürlich, wenn die Person eine Beratung bucht. Oder sie können an den Programmen teilnehmen, die in der neuen wirtschaftlichen Evolution der Welt erstellt wurden, bei dem Programm, das wir verwirklichen. Daher möchte ich sagen, dass die neue wirtschaftliche Evolution der Welt praktisch in verschiedenen Gebieten bereits eingetreten ist. In verschiedenen Wirtschaftssystemen funktioniert sie bereits. Das heißt, dies bedeutet nicht, dass es sich um einen theoretischen Teil handelt und dass sie irgendwo nicht funktioniert. Sie funktioniert auch in China. Es gibt einige Beweise für die Funktionalität dieser Wirtschaft. Es gibt ein Dorf namens Huaxi, wo jeder Einwohner dieses Dorfes Aktionär des Unternehmens Huaxi ist. Huaxi ist ein Unternehmen, das verschiedene Waren und Dienstleistungen exportiert. Und sie als Aktionäre machen Gewinn, indem sie alle Waren auf der ganzen Welt verkaufen. Heute nutzen wir Facebook, ein bekanntes soziales Netzwerk. Wer Aktionär ist, ist nicht nur Eigentümer, sondern erhält auch Dividenden. Und Facebook zahlt es alle 3 Monate aus. Wenn eine Person eine Werbung erstellt, und selbst wenn sie diese nicht erstellt, sondern nur verwendet, erhält sie auch Dividenden. Daher funktioniert es bereits, wir haben nichts Neues erfunden. Wir haben einfach beschlossen, dieses System zu einem gemeinsamen zu vereinen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, sowohl mit unserer Plattform als auch mit der ganzen Welt über unsere Plattform oder direkt mit Maklerunternehmen zu arbeiten. Jemand möchte zum Beispiel nicht mehr für das Geld arbeiten, sondern seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen und damit auch noch Geld verdienen. Aber da er leider durch Verpflichtung gebunden ist, er muss für seine Familie sorgen, die eigene Wohnung oder das eigene Haus abbezahlen, er muss unbedingt das Auto abbezahlen, wenn er dafür einen Kredit aufgenommen hat, und er kann nicht seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen, sondern muss einfach nur Geld verdienen für Essen, dafür, um alle Ausgaben zu decken. Mit dem NWEF-Programm erhält derjenige, der Miteigentümer in verschiedenen Entwicklungsrichtungen wird, ein Dividendeneinkommen, das ihm innerhalb von 4 bis 5 Jahren, maximal in 10 Jahren, ein passives Einkommen einbringen kann, welches höher ist als sein aktuelles Gehalt. Und dann kann der Mensch seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen und etwas Gutes für die ganze Gesellschaft tun. Und laut Statistik wurde Folgendes festgestellt: Wenn ein Mensch arbeitet und tut, was er liebt, ist seine Produktivität 10-mal höher, als wenn er etwas tut, was er nicht liebt. Und natürlich ist die Umsetzung des NWEF-Programms nur möglich, wenn auf der ganzen Welt Frieden herrscht. Und wenn man
einem beliebigen Menschen die Frage stellt, was wäre das Wichtigste, was Sie an erster Stelle setzen würden? Geld, Gesundheit oder Frieden? So antworten 95% der Menschen als erstes Frieden, als zweites Gesundheit, als drittes Geld. Und das ist natürlich, denn wenn es keinen Frieden gibt, denkt der Mensch nicht mehr an Gesundheit oder Geld. Seine Aufgabe ist es, zu überleben. Deshalb haben wir als Akademie für Privatinvestoren im vergangenen Jahr eine Vereinbarung mit der Internationalen Vereinigung Generäle der Welt für den Frieden unterzeichnet. Hier ist ein Foto. Letztes Jahr haben wir am 28. oder 29. März einen Vertrag mit Anatoly Skargin, dem General der Vereinigung, unterzeichnet und begonnen, aktiv in dieser Richtung zu handeln, um eine Bewegung zu schaffen. Es hat sich herausgestellt, dass wir eine sehr große Anzahl von Kunden haben, die auch Generäle sind und die uns auch unterstützen. Sie sind dieser Vereinigung sehr schnell beigetreten. Und es gibt diejenigen, die bereits an einigen anderen Organisationen teilnehmen. Für den Frieden gibt es auch einige Verbände in Afrika und Asien. Sie haben auch Statements verfasst und sind auch Mitglieder dieser Vereinigung geworden. Ich leite die Investitionsabteilung in dieser Vereinigung. Und es freut mich sehr und ich bin zutiefst bewegt davon, dass mir dieses Jahr der Titel Generalmajor verliehen wurde. Ich wurde der erste Volksgeneralmajor der Vereinigung Generäle der Welt für den Frieden. Und ich erinnere mich sogar an meine Mutter, die sagte, ich habe immer davon geträumt, dass du General wirst. Und ich sagte zu ihr, Mama, siehst du, ich bin sowohl Geschäftsmann als auch Business Coach und mit meinen 50 Jahren wurde ich sogar zum General. Jetzt verstehe ich, dass Menschen nur dank des Weltfriedens reich, glücklich und wohlhabend werden können. Deshalb ist es natürlich eine unserer Hauptaufgaben, Menschen zu vereinen. Daher sind unsere Pläne mit der Vereinigung Generäle der Welt für den Frieden identisch. Das heißt, meine Aufgabe mit der Akademie ist es, die Bevölkerung in Finanzwissen und Investitionskompetenz aufzuklären. Das sind mehr als 1 Milliarde Menschen. Und als ich General Skargin traf, fragte ich natürlich, was sind Ihre Ziele? Er sagte, ich möchte, dass mehr als 1 Milliarde Menschen der Vereinigung beitreten. Wenn wir mehr als 1 Milliarde Menschen sind, wird es Weltfrieden geben. Daher treffen 2 meiner Ziele mit seinen stark überein und ich bin froh, dass ich sogar in dieser Vereinigung sozusagen mein Friedensbanner trage. Weltfrieden ist nur dann möglich, wenn die Gesellschaft gebildet und kompetent ist. Und ich habe kürzlich im Internet in einem Artikel gelesen, dass der Mensch irgendwann rational werden musste, ein Homo sapiens. Und die Aufgabe im 21. Jahrhundert ist es, dass der Mensch zum Homo spiritus wird, einem spirituellen Menschen, um den inneren Zustand von Geistesstärke, Kraft, Liebe, Wohlstand, Frieden und Reichtum zu verkörpern.